Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg zur Helljarchen-Farm. Naja, zum Helljarchen-Haus. Wir haben ein Haus dort bekommen. Wir nehmen hier erstmal alles raus, was wir rausnehmen können. Das ganze Zeug brauchen wir, glaube ich, hier nicht. Obwohl, wir könnten es in Dämmerstern verkaufen. Wobei in Dämmerstern, naja, die haben ja nicht gerade so viel Gold. So viele Septime haben sie dort nicht. Deswegen nehmen wir mal alles mit, was nicht nied und nagelfest ist. Das ist eine Menge. Können wir nicht sagen, einmal alles nehmen? Oh, da brauchen wir ewig, um danach aufzuräumen. Ich glaube, das brauchen wir aber alles nicht hier. Das Einzige, was wir hier gebrauchen können, das ist ein bisschen was zu essen, Holz und so ein Zeug. Aber da ist es besser andersrum. Wir sammeln jetzt alles ein, was hier drin ist und packen die Sachen dann wieder zurück. Also Feuerholz können wir eigentlich auch. Ach, wir nehmen alles mit. Und das können wir dann am Helljarchenhaus. Schwupp. Ja. Am Helljarchenhaus können wir das dann alles erstmal in eine Kiste, in ein Fass oder was auch immer wir dort haben. Oh, wir haben ziemlich viel Durst. Durst, Durst, Durst. Wir haben doch was zu essen und zu trinken. Bärenkarotteneintopf, was kann der? Unterstützt die Ausdauerregeneration. Ein Bärensteak, macht das gleiche. So ein Kohlkopf. Ah. Den sparen wir uns lieber auf für abends vor dem Fernseher. Da können wir ein bisschen dran knabbern. Und sonst noch was Schönes? Wasser. Unbekannt. Oh, daraus trinken wir lieber nicht das hier, aber. Ja, da fällt mir gerade ein, das sollten wir wenigstens da lassen. Wenn wir auch sonst nichts da lassen, ach, da kommt doch wieder was dazu. Wenn wir hier rumrennen, wir haben doch die ganze Zeit so viel Zeug bei uns. Eigentlich ist jetzt schon nichts mehr knapp. Ja, aber ein bisschen Essen und Trinken sollten wir hier lassen, das machen wir auch. Uns geht's aber gar nicht gut, oder? Wir können uns nicht mehr bewegen gerade. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Sind wir jetzt echt so überladen, dass wir nicht mehr von der Stelle kommen? Aber das ist doch nicht mehr heute so. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, okay, dann lassen wir eben nichts zu essen und zu trinken hier. Da ist ja gleich Dämmerstern in der Nähe. So, auf zu unserem Haus. Da ist es auch schön warm, hoffentlich. Oh oh, du frierst schon, hä? Huh? Warum so langsam? Sind wir zu schwer für dich? Noch da. Ja, sind das hier wieder die Banditen? Das ist eine richtige Stadt. Ja, ja, die Banditenstadt. Schaffst du das hier? Über Stock und Stein? Naja, nur über Stein erstmal. Da, Haus Helljarchen entdeckt. Natürlich sieht das jetzt bei uns ein bisschen anders aus als normalerweise.
Ah, ich sehe schon. Wir dürfen das erst zusammenbauen. Warum haben wir diese Modifikationen drin mit dem Schloss? Ich dachte, das funktioniert gar nicht. Denn für uns ist die Farm auf jeden Fall wichtig. Die ist ein Stück weiter unten. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine Kiste. Da können wir schon mal alles reinschmeißen. Das ist schon mal gut. Aber wenn wir uns nicht bewegen können, dann ist das wieder schlecht. Genau. Okay, wir speichern einmal richtig ab, ja? Oh, das wird ein Abenteuer. Abgeschlossen. Sieh dir dein neues Haus in Pale an. Benutze den Zeichentisch, um dein neues Haus zu entwerfen. Grundriss, kleines Haus. Erschaffen. Gewicht nix und Wert auch nix. Erfordert nix. Das Kleine können wir so machen. Möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Ja. Abgeschlossen. Grundriss, Haus zugewiesen. Und jetzt sollen wir die Werkbank benutzen. Da ist sie. Oh, Moment, das Buch noch nicht. Zehn Bruchsteine brauchen wir dafür. Und hierfür brauchen wir 10 Nägel für den Wandrahmen. Und wir tragen zu viel, wir können nicht rennen. Bruchsteine und Lehm. Eisenbarren des Waffenschmieds. Korundbarren, okay. Okay, das Fundament können wir, glaube ich, schon mal bauen. Sollen wir nicht unseren Krempel hier reinschmeißen? Ja, hier rein und danach ins Haus tragen. Ich bin nicht sicher, vielleicht bauen wir erstmal das Haus. Können wir doch bestimmt den Anfang schon mal bauen. Wo ist denn das? Ach da, ja, das passt ja sogar rein. Okay, können wir Nägel hier am Amboss herstellen? Nägel, 10 Nägel. 6 Eisenbarren brauchen wir dafür. So sieht's aus. Müssen wir denn jedes Mal, wenn wir ein Haus bauen, überladen sein und total lange brauchen, um das zu besichtigen hier, die Baustelle? Mit Lämpchen davor. Also schön, wir sollten Bruchsteine haben und Nägel. Nägel haben wir auch. Aber wir gucken uns das stückweise alles an. Das Fundament. Es werde das Fundament. Wo haben wir eigentlich so viel Holz her? Aus der Kiste doch jetzt auch bestimmt. Ja. Als nächstes brauchen wir 6-mal Holz und 10 Nägel. Also keine 10 Nägel, sondern 10 Nägel. So sieht das Fundament aus. Wir haben ein Fundament. Weiter geht's. Wir brauchen den Wandrahmen. Und was kann man hier noch machen? Nur den Wandrahmen. Als nächstes können wir die Wände bauen, wenn wir noch weitere 8 Nägel haben. Ah, so baut man ein Haus. Ja, da ist was dran. Nägel? Ach so. Einen Eisenbarren brauchen wir dafür, nicht 6. Ja, dann passt das vielleicht. So, da haben wir noch ein paar Nägel. 2 Nägel bleiben übrig. Ich habe mitgezählt. Ja, die Wände.
Tatsächlich, es gibt Wände. Ist schon ein Fass da drin? Dann könnten wir uns entleeren, dann können wir schneller mal gucken, wie das Haus entsteht. Ja, danke. Das ist voll klein, das Haus. Ja, wir sind doch noch nicht fertig. Da kommt doch noch was dazu. Das Dach können wir bauen? Ja, stimmt. Ein Dach sollte es schon haben. Sonst ist das kein Haus, sondern einfach nur ein Ding mit Wänden, ohne Dach. Das Dach macht es erst zum richtigen Haus, oder? Dachrahmen oder den Fußboden? Das brauchen wir eigentlich beides. Holz? 6 Holz. Ach, Holz haben wir genug. Und Bruchstein, 4 brauchen wir für den Fußboden. Das können wir beides machen. Aber wir gucken erstmal. Erstmal das Dach. Es hat geklappt. Ist das nicht schön? Ich find's gut. Okay, und jetzt den Fußboden. So sieht's aus. Ohne Fußboden? Ja, ich gehe jetzt nicht hin. Das ist ziemlich weit. Fußboden. Oh, für das Dach brauchen wir 10 Nägel. 2 haben wir nur. Tatsächlich, wir haben einen Fußboden schon gefliest. Okay, ich hoffe, wir können noch ein paar Nägel herstellen. Ach ja, für die Kisten sehe ich gerade. Da brauchen wir Scharniere, Schlösser und so ein Zeug. Finde ich gut. Dach. Ja, okay, genau, die Tür fehlt. Ohne Tür ist das kein richtiges Haus. Aber wir könnten so ganz gut reingehen. Ja, aber wir brauchen doch die Tür, um das öffnen zu können. Und dafür brauchen wir Eisenbeschläge. Wir brauchen ein Schloss und 2 Scharniere. Scharniere, 2. Werden sogar 2 hergestellt. Beschläge. Einmal. Und ein Schloss. Aber damit sind wir aber auch pleite jetzt, was die Zutaten angeht. Aber da können wir keine Kiste da drin aufbauen. Die Tür. Da können wir doch den Garten. Jetzt sieht man erstmal die Ausmaße des Ganzen. Den Garten, ein Tiergehege. Ein Tiergehege? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, cool. Frische Eier und so. Eine Mühle. Weiß ich auch gar nicht mehr. Kann man das machen? Dann die Rüstungsmacherwerkbank, einen Schleifstein und eine Schmelzhütte. Und sogar einen Stall für unser Pferd. Das braucht aber eigentlich nur einen virtuellen Stall, also einen Geisterstall. Ein beschworenen Stall würde, ein beschworener Stall würde reichen. Wo sind denn, ach so, Moment, die ganzen Kisten und so? Dafür müssen wir reingehen, aber vielleicht haben wir Glück und drin gibt es schon irgendwie eine Kiste oder wenigstens so einen Beutel in der Ecke, so einen Sack. Das müssen wir doch erstmal besichtigen. Ist da. Jetzt frage ich mich natürlich als erstes, wenn wir die Kiste benutzen, bleibt die immer da? Denn wir können das ja alles umbauen hier. Und wenn wir es füllen und da sind Sachen drin und wir bauen das um und die Kiste ist auf einmal weg, dann sind die Sachen doch alle weg. Wir gucken mal, was das Umbauen hier überhaupt kostet und was man da so machen kann. Wir können eine Feuerstelle bauen, das ist schon mal schön. Den Beistelltisch, ein Doppelbett. Wir können einen eckigen Tisch und Stühle bauen, ein Eckregal. Wir können Fässer bauen, ein hohes Regal mit Vitrine, eine hängende Halterung, eine Kommode, Wandhalterungen und noch mehr davon. Und Wandregale können wir auch bauen. Was mich jetzt irgendwie ein bisschen wundert, denn ich dachte, wir könnten noch was anbauen, wir könnten das Haus noch vergrößern. Was haben wir denn da jetzt falsch gemacht? Müssen wir erstmal die ganzen Sachen hier kaufen? Bauen, meine ich.
Naja, eine Feuerstelle wäre ja schon mal was. Die möchte ich aber hier im Eingang nicht haben. Ja, aber es mehr als den Eingang gibt es nicht. Wir packen mal hier alles in die Kiste. Außer das Material vielleicht. Na, wir müssen erstmal überhaupt hier was aufräumen können. So, Truhe ist leer, aber nicht mehr lange. Wie gerne würde ich jetzt alles einfach da reinschmeißen, was wir haben, und dann die Sachen rausnehmen, die wir brauchen, aber ich weiß nicht, ob die dann immer noch favorisiert sind. Das könnte man mal mit ein, zwei Sachen ausprobieren. Ah, bekommen wir nicht nachher sogar Händler hierher? Ja, ich glaube, der Huskarl oder so, der könnte auch was kaufen. Und ein paar Sachen könnte er, glaube ich, hierher bringen. Warum ist der Dämmerbrecher eigentlich nicht favorisiert? Das sollte er doch eigentlich. Vielleicht gerade nicht ausgewählt oder so. Oh, wenn wir das so machen, das kann aber dauern. Eisen-Zweihänder der Bindung. Göttliches Knochenmesser. Ja, brauchen wir sowas? Ah, die Klinge vom Pale. Die müssen wir uns nachher aber schön an die Wand hängen hier. Ja, auf jeden Fall. Oh, den hier auch. Schädel der Korruption. Ich glaube, wir haben schon eine Truhe für Stäbe im Haus Seeblick, meine ich. Das wird jetzt eine echte Herausforderung. Gut, dass man die Sachen umbenennen kann. Da wird es etwas einfacher. Amulett von Talos, brauchen wir das? Das haben wir nämlich, glaube ich, am Rucksack hinten dran. Dann brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr. Oh, bessere Preise sollten wir immer dabei haben. Oh, Bögen bewirken mehr. 40% höheren Schaden. Ja, das müssen wir doch... Gehört das nicht zu einer Ausrüstung? Das müssen wir doch behalten. Okay, Schleichenwert um 40% verbessert. Auch das könnten wir, glaube ich, gut gebrauchen. Waffen und Rüstungen können um 12% verbessert werden hier. Ja, ich glaube, sowas können wir hier lassen. Ich glaube nicht, dass wir die Sachen unterwegs verbessern. Wenn, dann werden wir schon irgendwo nach... Haus Seeblick reisen oder so. Ja, 15 auf Redekunst ist gut, sollten wir aber auch mal verwenden. Kaiserliches Goldmedaillon mit dreifacher Amethyst-Ariella. Ja, sowas können wir, glaube ich, hier lassen. Kapuzenumhang brauchen wir auch nicht. Der kleine Rucksack. Den brauchen wir nicht. Die ganzen Knochenamulette, die brauchen wir, glaube ich, für die Jagd, wenn wir da mal auf die Jagd gehen wollen. Gesichtsschutz brauchen wir wahrscheinlich nicht. Und Ohrringe im Moment auch nicht. Mönchsstiefel. Ja, zum Verzaubern, glaube ich. Können wir ruhig so ein paar Sachen sammeln. Aber Ringe. Ringe, die sind leicht. Und dann kann man die vielleicht ganz gut verkaufen nachher. Schleichen wird um 15% nochmal verbessert hier. Naja, das behalten wir auch erstmal dabei. Der riesige Rucksack, ohne irgendwas dran, das lassen wir mal hier. Plus 7 auf Redekunst, der gehört bestimmt zu unserem Outfit hier mit der Redekunst. Das hier kann nichts, das können wir alles verzaubern. Ach, so ein Tornister, auch den können wir dann vielleicht verzaubern. So, erstmal, wie sieht es mit den Tränken aus? Eisgeist Essence. Versuchen wir die Tränke erstmal im Inventar zu behalten, denn hier werden wir mit Sicherheit hin und her sortieren, sonst. Trollblut, ich glaube, das kann hier rein. Paradoxerweise angeblich für beides. Die regenerativen und die giftigen Effekte. Das Destillieren des einen oder anderen benötigt eine Art von wärmeabsorbierendem Mittel.
Ja, das lassen wir mal hier. Ich habe mir überlegt, Helljarchen hier. Das machen wir zu unserer... Ach, das ganze Essen können wir hier lassen, oder? Ja. Das machen wir zu unserem Lese- und Alchemieort. Wolfslände. Ein bisschen was zu essen brauchen wir auch. So, jetzt aber die ganzen Alchemie-Zutaten nämlich. Ich hoffe, wir essen die jetzt nicht alle und legen die jetzt wirklich ab. Also ohne dieses Menü wäre ich aufgeschmissen. Und ja genau, die ganzen Bücher hier rein, alles was geht. Adoption in Betracht ziehen. Wir haben die Schriftrolle der Alten noch. Haben wir die nicht erst bekommen? Oh. Ja, okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Bruchstein sollten wir gleich draußen irgendwie hinlegen. Und hier fangen wir schon mal an, so ein bisschen was zu lagern von den Dietrichen. Ich habe immer ganz gerne ein Lager davon. Eistrollfälle. Also, was habe ich gerade gesagt? Bruchstein und so die ganzen Zutaten, um das Haus weiterzubauen, das sollten wir draußen lagern. Ein bisschen vielleicht auch drinnen, aber das meiste draußen bin ich dafür. Eistrollfälle, wow. Oh, sammle heute. 5 nur noch. Feuerholz. Das müssen wir nicht mit uns rumschleppen, glaube ich. Gewöhnlicher Seelenstein mit gewöhnlicher Seele. Der wiegt aber auch was. Na egal. Den versuchen wir mal zu behalten. Ich glaube, ein bisschen was können wir auch tragen. Wir nehmen... Was nehmen wir davon mit? Das Kleine oder das Große? Das... Groß ist jetzt nicht sehr viel schwerer, finde ich. Für 2 Plätze mehr wiegt es gerade mal 4 Pfund mehr als das Kleine. Also, was hatten wir denn sonst immer dabei? Ach, egal, wir nehmen das Große mit. Bequemlichkeit geht vor. Holzspäne. Holzkohle und Späne, Teller. Insektenfallen behalten wir mal bei. Kadaver eines Säbelzahntigers, ja das... Brauchen wir doch sicherlich erstmal nicht Kleinholz. Das ist schwer hier. Das kommt aber auch draußen in die Kiste. Da können wir wieder irgendwas, ich glaube ein Schloss oder so, können wir daraus herstellen. Ach nein, dann müssen wir es ja erstmal schmelzen, genau. Leder kommt auch nach draußen, Lederstreifen, wobei ich nicht sicher bin, ob wir das wirklich draußen brauchen. Vielleicht irgendwie für den Stall oder so. Ich habe da jetzt gar nicht vorhin drauf geachtet, was für Zutaten wir dafür brauchen. Lehm kommt auch nach draußen. Pferdefell. Quecksilbererz, ja, das gehört zu einer Aufgabe wohl. Ich glaube, diese ganzen Glasklauen und so, die müssen wir auch nicht andauernd mit uns rumschleppen. Die wiegen ja auch nur. Seelensteinfragmente muss ich ehrlich gesagt noch rausfinden, was wir damit machen können. Ob man die zermahlen kann und dann... irgendwelche Besonderheiten daraus bekommt. Seelenstein, Staub. Oh, wir haben erst 3 von diesen Barentia-Seelensteinen hier. Ich glaube, da gibt es 22 Stück oder so. Ja, da müssen wir uns aber noch ein bisschen Mühe geben, die anderen zu finden. Was? Ich hab gelesen, vergoldetes Herz, aber hier steht verdorbenes Holz. Ist ja fast das gleiche. Okay. Wolfspilz. Mhm. Ja, das war's. Mehr können wir im Moment gar nicht machen. Und in der nächsten Folge gucken wir uns an, ob wir irgendwas anbauen können. Wenigstens können wir uns schon mal ein bisschen bewegen. Wieder. Und nochmal, habe ich hier irgendetwas übersehen jetzt? Nee, das sind die Sachen. Wir müssen das draußen, glaube ich, machen. Wenn wir einen Turm anbauen wollen oder hier die Fläche vergrößern wollen, dann machen wir das draußen. Und dann kann man hier irgendwie
Schön die Bücher lagern und so. Ein Alchemieturm bauen wir hier hin. Aber jetzt sind wir erstmal am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.